Da es bekanntlich empfindliche, aber auch unehrliche Naturen gibt, die nur Gewalt oder Zensur kennen, ich stehe gegen Gewalt, gegen Hass, gegen Irreführung, gegen Betrug, gegen Zensur und für freie Meinungsäußerung, für Ehrlichkeit, für Transparenz und für Integrität. Und damit willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Islam Info. Ich habe ja versucht darzustellen, wie wenig wir tatsächlich wissen über wer, was, wann, wo und wie gemacht hat, damit da der Islam rauskommt. Aber wie wurde der Islam denn so weit verbreitet? Nun, in der Vergangenheit wurden Geschichten über Menschen gesammelt, haben speziell über den Islam Erzähler, Kleriker oder Schreiber über Kriege und Überfälle auf erst der arabischen Halbinsel, dann in Nordafrika bis nach Spanien und Frankreich, von der heutigen Türkei bis nach Wien, vom heutigen Irak über den Kaukasus bis nach Indien berichtet. Und heute spezialisieren sich moderne Historiker auf jeweils eine Region und räumen dort mit Mythen und Legenden mal so richtig auf, weil sie Belege finden, die eine gewaltsame Ausbreitung erst in der arabischen Halbinsel und dann in großen Regionen der Erde zeigen. Keine Verteidigung, sondern brutale Angriffe, Attacken und Eroberungen mit Waffengewalt. Das waren Piraten, die geplündert haben, die Sklaven bis hoch nach Irland genommen haben. Es waren gemeine Diebe, die dazu auch noch alle Menschen, die sich nicht ergeben haben, erbarmungslos ermordet haben. Wobei als Neuigkeit sehr viele Leute, die überfallen wurden, dann als Söldner wieder angeheuert wurden. Hier ist ein Beispiel einer Dokumentation, die verschiedene Stationen zeigt der gewaltsamen Ausbreitung des Islam. Erst in Richtung Westafrika, dann Südeuropa und weiter zur Iberischen Halbinsel und danach weiter in den Osten bis hoch in den Kaukasus und weiter nach Indien. Und es gibt da nicht nur eine, sondern sehr verschiedene Darstellungen, die alle Informationen und Informationsmöglichkeiten ergründen, die uns heute zur Verfügung stehen. Dies ist eine Version von einem Olibai, die Jahreszahlen mit einbezieht. Die meiner Meinung nach eigentlich eindrücklichste Darstellung ist die von Dr. Bill Warner vom CSPI, der alle Schlachten zeigt und damit die Ausbreitung, die gewaltsame Ausbreitung des Islam. Ganz im Gegensatz dazu ist der Islam in dem heute noch bevölkerungsmäßig größten Land, in dem Muslime in der Mehrheit sind, Indonesien, nicht durch Gewalt verbreitet worden, zumindest allem Anschein nach. Wir wissen nicht genau, was damals passiert ist, aber für mich ist am wahrscheinlichsten die Möglichkeit, dass der Islam über Händler oder Sklaven oder sowas importiert wurde, über den Handel. Und weil das hier sehr speziell ist, mache ich mal einen kurzen Seitenarm auf. Denn was heute in Indonesien vorherrscht, ist eigentlich eine Mixtur aus Islam, Buddhismus, Hinduismus, Christentum und vieler regionaler Glaubensrichtungen. Und die variieren auch noch von Insel zu Insel. Der Islam dominiert aber bei weitem. Und Muslime versuchen immer noch, den politischen Islam immer mehr in den Vordergrund zu schieben und die Gesetze zu implementieren, die leider aus dem 7. Jahrhundert oder 8. oder 9. Jahrhundert oder was immer stammen, aber altertümliche, längst überholte Gesetze. Der Islam in Indonesien ist aber auch eine andere Form des Islam als die traditionelle, weil viele der harten und altertümlichen, auch die Rituale, die sind aufgeweicht und angepasst worden. So ist zum Beispiel die Verschleierung von Frauen nicht überall verbreitet. Und sie sind auch oft Imame, genannt Murshida, vor Betenden aller Geschlechter. Das ist eben alles Auslegungssache. Und noch ein Seitenarm, das sind meine Frau und ich bei der indonesischen Hochzeitszeremonie. Echt, das ist kein Scherz. Damals hatte der Islam keinen Einfluss auf etwas, was mich betroffen hatte und ich hatte noch keine Ahnung, was Islam eigentlich ist. Also heute wird der Islam weltweit meist durch Geburt in eine bestimmte Familie mit einer bestimmten Version des Islam verbreitet.
bei Konvertiten, das ist eigentlich eine geringe Anzahl, da sind es oft Ehepartner, die Muslime heiraten und dann konvertieren. Oder durch Bekehrung, die da war, wo Kandidaten irgendein Blödsinn erzählt wird, um das Glaubensbekenntnis formal zu hören, was dem Bekehrer Punkte auf seinem Hasanat-Konto bringt. Naja, obwohl der oder die Bekehrte, das müssen wir so realisieren, meist nach kürzester Zeit den Islam Islam und Gott einen guten Mann sein lassen. Das heißt, wir sehen heute einen ständigen Verfall des Islam, weil extrem viele Muslime merken, dass mit dem Islam etwas nicht stimmt und austreten. Es scheint, als ob die Expansion des Islam ein Ende hat. Wahrscheinlich versucht durch den Informationsfluss, bestehend zum großen Teil aus Fakten, aus dem Internet. Und das ist die Realität. So, ich hoffe, ich mache hier etwas Hilfreiches und wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, gehe ich davon aus, dass wir es im Dialog klären können. Bis bald und viel Spaß bei den Islam-Info-Videos.